More about gel coat. When the fourth round. Don't you call in the. More importantly, he knew what he was. Robbenbabys, Plastikgabeln, Einhörner und Hundefutter sind die Gründe, nicht beim günstigsten zu kaufen. Wir garantieren Ihnen, jeden Preis aus Braunschweig und Umgebung zu unterbieten. 15 Jahre Erfahrung ermöglichen uns, Menschen mit den günstigsten Preisen aus dem DSL- und Mobilfunkbereich miteinander zu verbinden. Ihre persönliche Beratung im Privat- und Geschäftskundenbereich finden Sie in Braunschweig gegenüber vom Citypoint. Löwenmobile. Wir stehen für 100% Preisgarantie. Hashtag bei uns läuft's. Unkompliziert und am günstigsten für Braunschweig und Umgebung. Herzchen. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Löwenrunde. Mein Name ist Tobias Bosse und ich darf Sie heute ganz herzlich hier begrüßen im Eintrachtstadion an der Hamburger Straße. Wir zeichnen hier heute vor 300 Leuten auf und die möchten natürlich dementsprechend unterhalten werden. Dafür ist hauptsächlich unser Moderator verantwortlich. Die meisten kennen ihn. Begrüßen Sie bitte mit mir Robin Koppelmann. Tobi, ne? Robin, Mensch. Ja, ich sehe, du hast auch ein kleines Mitbringsel aus Stuttgart mitgebracht. Umwerfendes Spiel, keine Frage. Nein, das war die Aufregung der Löwenrunde. Ich konnte nicht mehr schlafen und bin leicht runtergefallen. Aber alles wieder verheilt, wunderbar. Na wunderbar, dann können wir jetzt ja... Danke an die Maske. ja, herzlichen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Vierte Ausgabe, schon viel erlebt, aber so einen großen Rahmen hatten wir, glaube ich, noch nie. Schön, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind. Und ja, die beste Sendung ist natürlich, da brauchen wir gar nicht lange drum herreden, nichts wert, wenn man keine guten Gäste hat. Und deswegen denke ich mal, deswegen seid ihr alle hier, können wir direkt anfangen. Fangen wir mit unserem ersten Gast an. Er hat in Berlin ist er geboren, in Bremen hat er das Fußballspielen erlernt, in Braunschweig hat er den Durchbruch geschafft, in Barcelona hat er sein erstes Champions-League-Tor gemacht. Jetzt ist er bei uns wieder zurück beim BTSV. Herzlich willkommen, Karim Bellarabi. Ja, Karim, schön, dass du da bist. Zu dir kommen wir gleich, weil du bist natürlich auch nicht alleine hier. Wir haben zwei Spieler versprochen und entsprechend freuen wir uns auch auf unseren nächsten Gast. Er ist einer der Publikumslieblinge unserer Braunschweiger Eintracht, weil er beackert die Außenbahn wie kein Zweiter. Personifizierte Willenskraft auf dem Platz. Sein Vertrag läuft zum Saisonende leider aus. Wir sind gespannt, ob wir heute erfahren, ob wir ihn halten können. Vielleicht helfen wir ja nach. Herzlich willkommen, Mirko Boland. Zwei Spieler, was bedarf es da besser als eines Experten, der uns belehren kann, wie die Spieler zu spielen haben. Er ist die Stimme des Fanradios zusammen mit Michael Kuna. Jeder kennt seine Stimme auf jeden Fall, sein Gesicht vielleicht noch nicht. Spätestens heute werden wir es aber alle in bleibender Erinnerung haben, denn er ist der definitiv best-dressed man im Raum. Frank Kornhardt, herzlich willkommen, unser Moderator von Radio Unterwelle und SAW. Gibst du doch die Hand? Frank, komm, das gehört sich so. Ich wollte sagen. Komm mal her, hier. Ja. Zeig mal deine Schuhe hier, das ist das Komplett-Outfit. Ne? Ganz großartig. Das ist das hier. Ja. Ja, sehr schön. Okay, ja, wir können starten. Frank, 2:2 in Stuttgart. Ausgleich kurz vor Schluss. Du warst wieder auf der Pressetribüne und hast das Spiel für uns kommentiert. Kann man zufrieden sein oder doch mehr erhofft im Vorfeld? Wir wollen natürlich immer drei Punkte, das ist klar. Aber ich sage mal, angesichts des Spielverlaufs kann man dann ja, noch zufrieden sein, dass es noch geklappt hat durch diesen genialen Trick von Bella, muss man mal sagen, wo man gesagt hat, ja, was macht er da jetzt? Hat er den Ball nicht richtig getroffen? Nee, das war als gewollt. Kalkül. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, und ein Bicho, der immer gesagt hat, alle guten Dinge sind drei. Und das hat sich mal wieder bewahrheitet am Ende.
denke, 2-2 gegen Stuttgart, hättest du vor der Saison das gesagt, wir spielen da 2-2 in deren Stadion, hätten wir das sofort unterschrieben. Aber am Ende sagt man dann doch lieber, der Dreier hätte uns natürlich gut getan, klar. Aber naja, 2-2 ist schon okay angesichts des Spielverlaufs. Gehaltener Elfmeter, Mensch, was willst du noch mehr? Wobei du ja vermutlich auf ein drittes Tor durchaus noch hättest Grund gehabt zu spekulieren, weil, wie ich mir habe sagen lassen, war es wieder Michael Kunal, der das Tor kommentieren durfte, den Ausgleichstreffer. Und ihr habt da ja so eine kleine interne Wette, dass der Michael immer die richtigen Tore macht, die du gerne hättest oder auch umgekehrt. Was ist dran? Wie war es diesmal? Ja, es liegt ja daran, dass Micha oft schon unterwegs ist und eben in die Mixzone da schnell. Das gibt ja weite Wege, in Stuttgart nicht so, aber in Bremen ist er so, hätte man auch in Nordenham parken können letztlich, um da zur Mixzone zu kommen. Das heißt, er hat oft seine Wanderschuhe an und das macht er 10 Minuten vor Ende. Und die entscheidenden Szenen sind halt oft 10 Minuten vor Ende. Und normalerweise hätte er dieses Tor auch nicht kommentieren können, weil es war die 82. hätte er schon längst vom Gehöft sein müssen. Also führe ich da ein bisschen, aber das ist uns auf Deutsch gesagt ziemlich scheißegal. Hauptsache Tore für Eintracht. Es ist dann natürlich so, ich kann mich noch erinnern, an Unterhaching hat auch Bella das Tor gemacht, wo ich dann nachher zu Enrico Heu gesagt habe, sag was, ich kann nicht mehr. So, ja, das kann eben sein. Oder das Wahnsinnstor, wo du sagst, das verfolgt dich dein ganzes Leben. Und das sind eben so Situationen, die sind einfach unvergesslich und da freust du dich halt. Ne? Ja. Ja, Stichwort unvergessliche Situationen, die erlebt man für gewöhnlich natürlich auch nicht auf der Pressetribüne, sondern im Fanblock. Mirko Boland, ich habe mir sagen lassen, du hast das Stuttgart-Spiel, du warst da gelb gesperrt, aus einem ganz besonderen Blickwinkel die angeguckt. Wie war es im Fanblock? Ja, muss ich sagen, sehr, sehr cool. Dann kriegt man mal eine ganz andere Perspektive. Ich habe das volle Programm mitgemacht, morgens mit dem Zug hin, mit den Fans auch schon. Muss ich sagen, war echt cool und da sieht man halt auch mal, was die Fans alles auf sich nehmen. Und ja, man kriegt natürlich eine ganz andere Perspektive vom Spiel. Aber bist auch heile wieder rausgekommen? Ja, wie man sieht. Ist das öfters mal so Praxis? Also ich meine, es ist jetzt im konkreten Fall natürlich passend für die heutige Sendung, aber habt ihr das schon gehört oder auch Karim, habt ihr das schon mal auch anderweitig praktiziert, dass ihr euch mal in den Fanblock gestellt oder war es eine spontane Aktion? Also ich persönlich stand noch nicht im Fanblock, aber ich denke, sowas sollte man immer miterleben, um auch die Sicht der Fans zu sehen. Von daher kann man sich das schon vorstellen, wenn man gesperrt ist oder ähnliches. Ja gut, nehmen wir hier als Ansage schon mal an. Wir werden die Augen und Ohren offen halten. Stichwort Augen und Ohren offen halten. Tobin Flammern, mein lieber Außenreporter, war mal wieder aktiv unterwegs und hat unsere Rubrik nachgefragt, abgedreht. Er war beim Spiel gegen Gladbach unterwegs und hat, wie sich das in einer guten alten Löwenrunden-Tradition gehört, sich umgehört zu unseren heutigen Gästen. Ich würde mal sagen, wenn die Technik mitmacht, Film ab. Hallo, ich hätte gerne einen Mango-Rausch-Smoothie und einen Tandoori Chicken Wrap. Immer grün. Wir lieben Frische. In den Schlossarkaden Braunschweig. Herzlich willkommen zur Löwenrunde nachgefragt. Mein Name ist Tobin Flammern. Wir befinden uns hier kurz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, vor dem Eintrachtstadion. Und heute beschäftigen wir uns mit unseren Gästen Frank Horner, Karim Bellerabi und Mirko Boland. Und hierzu begeben wir uns nun auf Stimmenfang. Unsere erste Frage ist, wie bewerten Sie die spielerische Entwicklung von Eintracht Braunschweig innerhalb der letzten 3 Jahre? Sehr positiv. Also ich muss sagen, ich habe Braunschweig gegen Gladbach gesehen und die haben einen gepflegten, guten Fußball gespielt. Schon wesentlich schlechtere Gegner gesehen und Braunschweig hat auch in Gladbach große Sympathien. Also ich finde, sie haben sich sehr verbessert. Ja, ist einfach wunderbar gelaufen. Die Mannschaft gibt es ganz selten, dass die Mannschaft so zusammenbleibt, wie es bei uns ist. Sie spielen guten Fußball, kämpferisch stark, läuferisch sehr extrem. Also es gefällt mir echt wunderbar und das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft, es geht immer weiter nach oben und wenn wir so weitermachen, bleiben wir in der ersten Liga und können uns auch etablieren. Ja, auf jeden Fall gut. Also die haben ja noch in der dritten Liga gespielt, dann auf jeden Fall jetzt in der ersten Liga. Das ist echt eine gute Entwicklung. Nein, natürlich sehr positiv und das alles haben wir letztendlich ja der Trainertätigkeit von Lieberknecht und seinem Team zu verdanken. Innerhalb der letzten 3 Jahre war es eigentlich phänomenal. Also man hat junge Talente geholt, hat sie ausgebaut. Der Aufstieg kam vielleicht 1-2 Jahre zu früh für viele Jungs, aber generell sind wir auf dem richtigen Weg. Also jawohl. Läuft. Also ich muss, letzte 3 Jahre fantastisch, hat so in dieser Form keiner erwartet. Und ich denke mal, dass auch der Vorstand zusammen mit dem Trainer und natürlich mit den
Spielern gemeinsam das erreichen konnten als Team. Das ist das A und O, die Teamwork-Arbeit, das denke ich, war entscheidend. Welchen Anteil meinen Sie haben Karim El-Rabi und Mirko Boland an der spielerischen Entwicklung oder beziehungsweise wie wichtig sind sie für das Spiel von Eintracht Braunschweig? Also ich finde, El-Rabi ist ein sehr wichtiger Spieler für die Eintracht im Moment. Wobei denke ich, was herausragend ist, ist halt die ganze Mannschaftsleistung. Es ist egal, wer jetzt dabei ist, wer fehlt, gelb gesperrt oder nicht. Ich denke, der Mannschaftsgeist überhaupt ist hervorragend. Und Karim ist halt jemand, der auch, wie Domi Kumbela ja auch, ein lustiger Typ und trägt dazu bei, dass die Mannschaft untereinander halt viel Spaß hat. Und das merkt man halt auch beim Fußballspielen. Man hat es auch gerade gegen Hamburg gesehen, wie er da einfach getanzt hat. Also ich muss sagen, die ganze Braunschweiger Mannschaft hat mir eigentlich in Gladbach sehr gut gefallen. Und auch zuletzt die Spiele, die ich gesehen habe, besonders gegen Hamburg, hat mich gefreut. Also das war also Kampf und auch spielerisch also etwas. Und ich glaube, Braunschweig ist auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass sie irgendwann mal in der Zukunft wieder Wolfsburg den Rang ablaufen. Also, es sind beide sehr wichtig. Und ich finde es auch gut, dass El-Rabi wieder hierher gewechselt ist. Boland finde ich auch ganz gut. Die beiden zusammen über links und rechts, beziehungsweise wenn sie wechseln, ist einfach nur perfekt. Also, ich würde sie gerne bei Borussia Mönchengladbach sehen. Oh, das sind also super und also klasse. Wie gesagt, also bei Gladbach werden sie gut passen. El-Rabi kann sehr gute Vorlagen und ist sehr schnell. Und Mirko Boland ist halt mein Lieblingsspieler und der ist sehr kämpferisch und ist ein guter Löwe. Ja, Boland ist ein Kampfschwein. Naja, zwei Leistungsträger, absolut, ohne Frage. Ganz ehrlich gesagt sehe ich Mirko ein bisschen kritisch. Also ich finde Mirko auch gut, ich mag ihn auch so als Typ und als Spielerpersönlichkeit, aber ich sehe ihn nicht so hochgelobt an wie vielleicht einige andere. Also er ist ein guter Mittelfeldspieler, er taucht einfach zu oft unter. Nutzt du das Medium Radio zur Sportverfolgung? Ja, okay. Auch mit. Ja, habe ich eigentlich immer genutzt und wenn ich jetzt, wenn Eintracht nicht hier zu Hause spielt, wo ich selber meist dabei bin, höre ich dann diese Bundesliga-Konferenz auf NDR 2. Und Bundesliga macht teilweise mehr Spaß am Radio zu hören, als tatsächlich irgendwo eine Sky-Zusammenfassung zu sehen, oder? Manchmal bei Auswärtsspielen, ja. Okay. Also wenn ich im Auto sitze, ja, ist doch klar, aber ist schon ein wichtiger Bestandteil der Berichterstattung, ganz klar. Auch SAW. SAW, genau. So, wir haben jetzt hier auch noch unseren dritten Studiogast. Kennen Sie diesen? Frank Kornert, ja, kenne ich persönlich. Habe in der Vorhinserie oben öfter neben ihm da gesessen, als er auf der Pressebank saß. Lass mich nochmal gucken. Ja. Auf jeden Fall, das ist Kevin Großkreuz. Ja, ist ein super netter Typ. Immer offen und ja, verkörpert halt auch einfach. Das ist so ein Reporter, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja? Radiomoderator, genau. Aber und den jetzt, Namen weiß ich nicht. Achso, das ist Frank Kornert. Und kommen wir zu unseren Gästen, Karim El-Rabi und Mirko Boland. Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, dass du ein Fan von Mirko Boland bist. Wenn du direkt was an ihn richten könntest, hast du jetzt die Chance dazu. Es geht ja auch um Vertragsverlängerung. Also was würdest du ihm sagen? Schöne Grüße an El-Rabi. Das kannst du ja nochmal in die Kamera sagen. Schöne Grüße für El-Rabi. Perfekt. Ich sage jetzt stellvertretend für bestimmt ganz viele andere, die nachher da sitzen werden und bangen, dass du bitte hoffentlich deinen Vertrag verlängerst, damit du hier weiterhin die Eintracht unterstützen kannst. Und ja, du gehörst einfach nach Braunschweig und deswegen hoffen wir, dass wir in dieser Zeit. Ja, danke Tobin Flammern. Das war natürlich eine Steilvorlage. Da müssen wir ja gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Mirko, wie sieht's aus? Ja, wir sind auf jeden Fall in guten Verhandlungen. So viel kann ich sagen. Das wäre jetzt die Antwort fürs Phrasenschwein, aber wie sieht's wirklich aus? Ja. So sieht's halt aus. Wir sind in guten Verhandlungen. Ich habe immer keinen Hehl draus gemacht, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle und mir auch sehr gut vorstellen kann, den Weg hier mit der Eintracht weiterzugehen. Und ja, wenn das Gesamtpaket passt, dann denke ich, steht dem auch nichts im Wege. Kannst du diesen Gladbacher Kollegen denn vielleicht etwas beruhigen, weil man hört, du bist ja auch Köln-Fan, wäre das eine Option? Da möchte ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil
mein erster Ansprechpartner war hier sowieso immer die Eintracht und ja, wir werden, denke ich mal, wahrscheinlich in den nächsten Wochen vielleicht was sehen. Okay, genau. Ja, kann man ruhig klatschen, genau. Der Grund, warum wir euch beide natürlich auch hier haben, ist ja genau dieser Anspruch, dass ihr natürlich auch schon so lange bei Eintracht wart. Ihr wart seit der Drittliga-Zeit da. Du hattest dein erstes Spiel nach der Winterpause 2009 bestritten. Gegen Kickers Emden war das ein 2-1-Heimsieg. Bei Karim war es dann wenig später sogar noch als A-Jugendlicher gegen Regensburg in der gleichen Saison. Ihr habt halt diesen ganzen Prozess hier miterlebt. Das ist natürlich erstmal schon eine ganz spannende Geschichte. Könnt ihr uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie sich das alles hier so entwickelt hat, insbesondere wenn man so ein bisschen auf das Taktische geht, weil wir sind natürlich jetzt auch so ein bisschen Fußball interessiert heute und hören immer so diese Philosophie Lieberknecht, ne, dass das alles so zusammengewachsen ist. Wie hat sich das erstmal so grundsätzlich entwickelt, als ihr hierher gekommen seid, 2009, rückblickend bis heute, wie ist das halt zusammengewachsen? Könnt ihr da vielleicht ein paar Worte zu verlieren? Ja, man muss natürlich sagen, Thorsten ist da total besessen von Taktik und ja, ist, will immer alles fast perfekt haben, was natürlich meistens nie klappt, aber man muss wirklich sagen, er ist wirklich da total besessen drin und unsere Flexibilität natürlich in den verschiedenen taktischen Varianten, das hat uns über all die Jahre auch immer ausgezeichnet, dass wir in vielen verschiedenen Systemen spielen können. Und ja, das war halt unsere Stärke und ich denke, so jetzt grundlegend über die Jahre hinweg hat man natürlich auch noch einiges dazugelernt, halt weil die Gegner halt auch ja, anders sind, stärker geworden sind, wo man sich dann halt auch immer wieder was Neues einfallen lassen muss. Man sagt sogar, ihr habt 4 Systeme drauf, die quasi per Handzeichen so eingestellt werden können. Stimmt das oder wie läuft das in der Praxis dann am Spieltag? Wie soll man sich das vorstellen, wenn ich jetzt Spieler bei Eintracht Braunschweig wäre, wie läuft das so an so einem Spieltagsalltag ab? Gibt es da so ein Zeichen, macht den Daumen hoch, runter und dann, oder O bedeutet jetzt alle nach vorne, oder wie läuft das ab? Karin, ja, wir haben mehrere Taktiken und ja, wenn der Trainer uns dann halb sein Zeichen gibt, dann wissen wir auch Bescheid oder auch im Spiel, wenn wir umstellen sollen und darauf sind wir dann noch immer eingestellt. Aber ich denke, wir spielen ja seit Jahren schon zusammen und ich war ein Jahr weg, ja, 2 Jahre. Aber ich denke, die Mannschaft, die kennt sich noch sehr gut, die Spieler sind fast alle gleich geblieben und von daher weiß man genau, wo man stehen muss und hat das auch so schon im Blut. Und wie viel Prozent im Training macht da wirklich dann auch Taktikschulung aus oder ist das quasi schon im Fleisch und Blut übergegangen im Sinne von, wenn du jetzt auf rechts durchgehst, weißt du, der Mirko rennt sowieso schon mit oder ist das schon so drin? Ja, einmal die Woche haben wir auf jeden Fall auch taktisches Laufen und das ist auch sehr wichtig, dass wir vor dem Spiel nochmal taktisch alles anlaufen und ja, das machen wir aber, glaube ich, fast jede Woche einmal und von daher passt das ganz gut. Und das funktioniert aber auch mit Integration der Neuen und so weiter, das funktioniert entsprechend schnell und das ist auch zu verstehen, was Thorsten da von euch will. Ja, auf jeden Fall. Also wir machen ja auch viel Videoanalysen und ja, sprechen viel miteinander und der Trainer spricht auch mit uns persönlich und von daher verstehen das dann auch alle. Nee, aber mal ganz ehrlich, so die Entwicklung, du hast es als Sportreporter ja verfolgt, war da von vornherein diese Handschrift für dich schon erkennbar oder hattest du auch zwischendurch so das Gefühl, dass das wirklich mal in diese Richtung gehen könnte, war ja so nicht abzusehen, oder? Nein, also das ist die Frage, wie weit man zurückgeht, aber ich sag mal, natürlich träumt man diesen Traum, dass sie mal in der ersten Liga spielen, aber vor Jahren, ich weiß nicht, diese letzten 5 Minuten, als es fast darum ging, in die Regionalliga abzudriften, das sind Schmerzen. Das sind echt Schmerzen. Wenn du dann in dem Moment siehst, was die Jungs da geschafft haben bis heute, das ist ein Wunder. Und wenn du... Ja. Und das ist eben jeder Individualist, klar, Bohle, Bella, viele andere, die schon ihr Bestes geben, aber es ist dieses unglaubliche Team, was da ist. Das sieht man eben nicht nur bei den tollen Feiern, die wir da erleben. Wir werden ja dieses Jahr noch eine haben, glaube ich. Aber nichts vorwegnehmen, genau. Soll es nicht beschreien. Ja. Aber ich sag mal, das ist eben, das merkst du eben. Das ist eben, jeder ist für den anderen da, jeder spürt für den anderen. Das siehst du bei anderen Vereinen eben nicht. Da geht man seiner Arbeit wie beim Job. Da geht man zur Arbeit und geht hinterher nach Hause. Hier trinkst du den gleichen Kaffee. Dann bist du in der Stadt, triffst die Jungs, trinkst einen Kaffee. Und ich sag mal, das ist eine Gemeinschaft, die durch dick und dünn gehen. Und das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und deswegen kann man auch keine großen Vergleiche machen mit dem und dem Verein. Eintracht ist Eintracht. Und das, was wir hier haben, klar, ich weiß noch, Benno Möhlmann hat mir immer gesagt, glaubt man ja nicht, dass jeder zu Eintracht wechseln würde. Weil das ist Verantwortung. Das ist hier eine Entscheidung, die man treffen muss.
Und wenn man sie dann trifft, dann ist man da entweder drin oder nicht. Und die sind dann auch in der Lage, alles zu machen. Also ich genieße jetzt jedes, absolut jedes Spiel, leide wie ein Hund, wenn sie verlieren, und freue mich, habe ein Euphorie-Gefühl, wenn wir da aus Stuttgart zurückkommen, da könnte ich noch 3 Tage mehr Auto fahren. Ja, und in der zweiten Liga war es ja dann auch erstmal, wir haben ja, darf man ja nicht vergessen, auch nochmal 2 Jahre zweite Liga dazwischen gespielt. Das Erstaunliche war, dass ihr ja recht schnell euch da gefangen habt. Also ihr seid erstmal Achter geworden, trotz Bellarabis Weggang zu Leverkusen, um dann halt im nächsten Jahr auch direkt wieder aufzusteigen. Wie war das, als du gegangen bist und dann halt quasi gesehen hast, dass die Mannschaft natürlich ohne dich dann weiter existiert? Hast du den Kontakt gehalten oder die zweite Liga? Also es war für mich ja schon und auch für Eintracht Braunschweig damals was ganz Großes, dass wir in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und ja, ich war ja dann bei Leverkusen und es war auch für mich unglaublich, was Braunschweig gemacht hat. Die Jungs aus Leverkusen in der Kabine sind zu mir gekommen und haben gesagt, was machen denn deine Braunschweiger Jungs da? Ich so, ja, das ist schon was Besonderes dort. Und ja, nach 3 Jahren, dann sind sie auf einmal in der ersten Liga und ich denke, es hätte keiner erwartet dann. Und das ist schon echt atemberaubend. Nicht zuletzt natürlich auch gelungen, weil wir ja diese Konstanz ja auch sportlich behalten haben. Wir haben in der zweiten Liga ähnlich torgefährlich dann agiert, wie in der, also spätestens im Aufstiegsjahr natürlich, wie halt in der dritten Liga auch schon. Wie habt ihr das ohne Bellarabi geschafft? Ja, eigentlich kaum vorstellbar. Ne? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Nee, man muss natürlich sagen, wir haben natürlich auch genug andere sehr, sehr gute Spieler. Und ja, wie schon so häufig jetzt gesagt worden ist, haben wir halt ein unglaubliches Team, also wir treten wirklich als Team auf, was immer als Team auch aufgefangen wird. Gerade in der Rückrunde wurde es ja dann, also in der Rückrunde der zweiten Liga, wurde es ja auch nochmal ein bisschen brenzlig durchaus, im Sinne von, dass es ja dann ein paar Spiele gab, wo es nochmal das 1-1 gegen Lautern zu Hause, wo man gesagt hat, hier jetzt nach Möglichkeit nicht verlieren, um die nicht nochmal rankommen zu lassen für die direkten Plätze. Da gab es ja schon so das eine andere Spiel, wo es geknistert hat. Frank, ganz ehrlich, wann hattest du das Gefühl, wir können das hier wirklich packen? Oder wann hattest du vielleicht auch Bedenken, die du natürlich nie hattest, aber jetzt darfst du es ja sagen? Na, ich bin schon Berufsoptimist, ich glaube da schon immer dran. Also, wie gesagt, das ist... Ich kann mich noch erinnern, in Aue habe ich einen Boland gesehen, der war am Ende, sage ich mal. Der hat bittere Tränen geweint und das musst du nicht erleben. Das ist der Fußball. Ja. Das ist das Leben. Aber im Grunde genommen will man natürlich bei den Gewinnern sein. Und ich halte das immer noch für möglich. Das sind scheiß 2 Punkte zu Freiburg, verdammt. Also ich sage mal, wäre das Anfang der Saison, aber gesagt, na gucken wir mal, schauen wir mal. Aber wir haben gewonnen. Guckt euch um. Guckt euch um. Wir haben... Und wir haben gewonnen und wir haben noch die Riesenchance, am Wochenende einen Nachbarn zu erledigen. In 2-3 Wochen. Kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu, bleiben wir nämlich noch mal ganz kurz in der zweiten Liga, weil wenn du schon natürlich als Berufsoptimist und Journalist sagst, hast du natürlich immer schon die Überzeugung, was ja auch dein gutes Recht ist. Vielleicht aus der Mannschaft gedacht, gab es irgendein Schlüsselspiel, wo ihr gemerkt habt, gut, wir sind zwar gut gestartet, wir haben die ersten 2-3 Spiele gewonnen, vielleicht auch ein bisschen mit Glück, weil es ja auch dann nicht immer gleich ein furioses 4-0 war, sondern 1-0 in Berlin mit dem Elfmeter und so weiter. Gab es ein Schlüsselspiel, wo ihr gesagt hattet, okay, hey, hier geht wirklich mehr, wir als Mannschaft geben jetzt auch für uns Aufstieg als Ziel aus? Ja, wenn man natürlich in der Hinserie Herbstmeister wird, dann hat man natürlich auch schon ein bisschen Blut geleckt, ne? Das ist ja selbstverständlich. Karim, wie hast du das Ingolstadt-Spiel verfolgt? Ja, ich habe einiges verfolgt und das Ingolstadt-Spiel habe ich natürlich auch gesehen. War interessant und zum Ende dann auch sehr glücklich für uns. Okay. Also wie gesagt, das Ingolstadt-Spiel, denke ich mal, da müssen wir nicht drüber herreden. Jeder hat es gesehen und in Erinnerung. Ich denke mal, auch als vielen Spielern natürlich eine Sache, die man schon als Karriere-Highlight für sich erstmal bezeichnen würde, so ein Spiel. Ne? Ja, absolut. Das kann man gar nicht in Worte fassen, was da in einem vorgeht. Von den Gefühlswelten her, das war einfach unglaublich, unbeschreiblich und ja, unvergessen. Wer hat das Tor kommentiert damals? Ich. Das sind die 10 Minuten, aber das ist so, um das mal vielleicht so zu verdeutlichen, du siehst sowas in Zeitlupe, ich brauche kein Fernsehen. Ich sehe wirklich, Vrančić bombt uns in die zweite Liga, das sehe ich, in Sequenzen und glaube nicht, was ich da sehe. Und da hören welche Leute zu. Das ist ein Gefühl, das kann man echt nicht rüberbringen. Das ist so unglaublich und dann willst du alles. Und das war so, natürlich eine Befreiung. War in Unterhaching seine Befreiung, es war das Vrančić-Tor. Natürlich ist das nur eine Spitze, das ist nur das Sahnehäubchen einer fantastischen Serie, die sie ja gespielt haben. Aber es ist dann schon die Befreiung. Und dann sagst du, jetzt ist es passiert. Jetzt kann ich das gar nicht glauben. Schüttel mich mal.
hau mir eine rein, damit ich sage, ich träume nicht. Ja, das ist so. Und das sind so Momente, wo du sagst, die, glaube ich, erlebst du nur mit der Eintracht, mit unseren Jungs. Und dass wir da sind, wo wir sind. Ja. Aber auch das Kapitel 2. Liga zu, ich denke, da sind wir auch alle glücklich mit. Was in der Zwischenzeit passiert ist, ist eine Sache, die vielleicht nicht ganz so glücklich gelaufen ist. Du warst halt in der Zeit in Leverkusen, hast fulminant gestartet. Wie gesagt, wir haben es eingangs gesagt, mit Champions League spielen, auch wenn ihr natürlich, wenn ihr dann ausgeschieden seid, aber natürlich ein Raketenstart von der 3. Liga in die 1. Liga, in die Champions League. Hast dich aber dann ja leider mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und hast dann weniger Einsätze bekommen, als vielleicht es erwünscht war. Wie war diese Zeit in Leverkusen? Ja, ich musste mich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Es ist natürlich was anderes, dann plötzlich im Champions League-Verein zu sein. Und das erste Jahr habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt und dann habe ich mich langsam gefunden und habe die ersten Spiele dann auch gemacht und dann kam leider meine Verletzung und das ging ziemlich lange dann. 8 bis 9 Monate war ich leider verletzt und war keine einfache Zeit, aber daran denke ich jetzt nicht mehr. Okay, gut, ist ja auch eine gute Sache im Sinne von nach vorne zu blicken. Woran du aber vielleicht doch noch denken solltest, ist eine Zeit, die vielleicht auch umso schöner war. Du warst nämlich zu der Zeit ja auch dann in den Nationalmannschaftskader nominiert worden. U21-Nationalmannschaft hast du gespielt, 1-2 Spiele. Ist jetzt natürlich die Klassikerfrage, aber wie ist es denn so mit dem Adler auf der Brust? Ja, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, was Besonderes für sein Land zu spielen. Und ich habe ja damals auch in der 3. Liga, wurde ich dann in die U20 berufen und dann ging es halt über 2 Jahre und dann wurde ich in die U21 berufen. Jetzt bin ich leider zu alt für die U21, aber man weiß ja nie, was in Zukunft noch passiert und von daher ja, kann ich dazu nur sagen, dass es wirklich was ganz Besonderes ist, für Deutschland zu spielen. Wie hast du damals davon erfahren, dass du halt nominiert wirst, auch schon bei der U20, also in Drittliga-Zeiten? Gab es da den klassischen Anruf oder kam Thorsten irgendwann und hat gesagt, hier, apropos, wir haben einen Nationalspieler mehr? Ja, also ich weiß nur, dass der Thorsten Lieberknecht sehr gut befreundet war damals mit dem Frank Wormuth. Von daher kann ich mich da auch ein bisschen bei Thorsten bedanken, der mich zur Seite geholt hat und auch gesagt hat, Karim, ich habe eine Neuigkeit für dich und du spielst am Wochenende mit der Nationalmannschaft mit der U20, du bist eingeladen. Und natürlich habe ich ihn dann erstmal umarmt und mich gefreut im ersten Moment und es war Thorsten, der mir die Nachricht übergeben hat. Besteht da noch irgendwie Kontakt nach Marokko? Also wurde da schon mit irgendwelchen Verbandsfreundlichen gesprochen? Oder wie ist überhaupt deine Verbindung zur Heimat? Also als Berlin-Gebürtiger bist du ja nun nicht da aufgewachsen, aber durchaus vielleicht Kontakte dahin über die Familie? Ja, ich habe noch eine andere Seite natürlich von meiner Familie, die marokkanische Seite. Und die ist auch in Marokko. Und vor 2 Jahren im Sommer war ich da und ich war jetzt insgesamt schon 5-mal da. Und ab und zu, wenn ich Zeit finde, fliege ich dann auch rüber. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Fußballspielen angucken lohnt sich da auch. Die Stimmung ist ja, glaube ich, da mindestens vergleichbar mit der im Eintrachtstadion. Also das sollte sich auch lohnen, da mal zu spielen. Ja. Jetzt sind wir in der Bundesliga angekommen, auch im Sinne unserer Chronologie dieser Sendung quasi. Und ja, haben jetzt natürlich den Fall, Bundesliga-Start. Die Medien wissen wie immer alles besser. Nicht immer so gut wie Frank Hornhardt, der es natürlich positiv sieht, sondern auch mal negativ. Mirko, du hattest einen echt schwierigen Start in die Bundesliga. Hast am Anfang zwar von Anfang an gespielt, aber hattest nicht die besten Kritiken bekommen. Manche waren sogar der Meinung, du wärst nicht erstligatauglich. Das wollen wir jetzt mal nach heutiger Sicht natürlich ausklammern. Aber wie war die damalige Zeit? Also das ist ja dann für einen Spieler, der bis dato natürlich, für den es immer nur nach oben ging, schon nicht ganz so einfach, oder? Ja, absolut. Ich hatte zum Glück das Glück, dass ich bisher immer gespielt habe. Ja. Bei jedem Verein. Und es war natürlich für mich auch eine neue Situation. Muss man sich auch erstmal mit zurechtfinden. Aber es ist immer, wie man bei uns so schön sagt, keiner größer als das Team. Dann muss man sich halt hinten anstellen, Vollgas geben und sich heranarbeiten. Und das habe ich gemacht. Im Abseitsmagazin hast du mal ein Interview gegeben und da gesagt, dass du aber wirklich auch alles so wahrnimmst. Also du saugst den Fußball auf, das Rauen der Masse, den Trainer, der, wenn er reinruft. Also so ganz auf der Bank sitzen, das ist auch nichts für dich auf Dauer. Ne? Also da hast du dich dann schon wieder rangekämpft, oder? Ja, absolut. Das ist mein Spiel. Ich brauche das für mich. Sei es auswärts, wenn die Fans gegen einen sind, dann finde ich es auch ganz cool. Und natürlich zu Hause ist es natürlich überragend, hier im Eintrachtstadion aufzulaufen mit den Zuschauern im Rücken. Das pusht einen und mich schon besonders. Ja, Mirko, und zuletzt in der Bundesliga haben wir dich dann aber auch auf einer neuen, ungewohnten Position gesehen, nämlich zum Teil auch auf der Sechserposition. Wie kam es dazu, zu dieser Umstellung? Ich fühle mich zentral eigentlich auch relativ wohl, muss ich sagen. Manchmal eigentlich sogar wohler als auf den Außenbahnen. Da ich noch mehr im Spielgeschehen drin bin, wie es dazu gekommen ist, das solltest du wahrscheinlich den Trainer fragen, was ihn dazu bewegt hat. Ist es denn eine sinnvolle taktische Maßnahme, Frank?
Ja, dafür haben wir den Experten hier. Das wäre jetzt bei 23.000 Zuschauern eine von 23.000 Meinungen wahrscheinlich. Ne? Das ist, es hat funktioniert. Und dann stellt sich die Frage eigentlich nicht. Das ist schon so. Und du musst, denke ich, auch versuchen zu überraschen. Niemand ist heute gläserner als ein Bundesliga-Club. Das ist einfach so. Da kannst du sonst was für Mauern machen. Das gibt überall Kiebitze, das wissen wir. Es gibt da schöne Geschichten von Thorsten, der gesagt hat, den kenne ich, der kommt aus Ingolstadt. Ja, und dann zicken wir da auch mal hin. Aber es ist ja nicht so, als wenn es Videoanalysen nicht von Eintracht gäbe. Das ist schon das Salz in der Suppe. Und du kannst nur ahnen, wie spielt der Gegner. Und kannst hier und da natürlich auch mal sagen, wir überraschen mal. Jetzt ist die Überraschung, wenn Bohle auf dem Sechser spielt, nicht mehr so groß, weil er es schon mal gemacht hat. Jetzt habe ich mir eine Statistik hier rausgeschrieben, beziehungsweise sie wurde mir ans Herz gelegt, war mir selbst gar nicht so bewusst, dass nämlich 70% eurer Pässe ankommen, was ein solider, guter Wert ist, aber parallel nur 30 bei Mirko und 20% sogar nur der Flanken bei Karim Bellarabi ankommen. Jetzt beim Stuttgart-Spiel stand irgendwas von 40% heute in der Zeitung. Wie kann das sein, dass quasi halt, das eigentlich vom Grundverständnis her da zu sein scheint, aber die Flanken irgendwie nicht so wollen? Stürmer laufen falsch, oder? Aber ihr arbeitet natürlich dran, das zu verbessern. Ja, natürlich. Guten Tag. Stichwort Arbeiten. Bundesliga war ja nun auch der Einstieg ein bisschen schwer, dass die ersten 7 Spiele natürlich nicht ganz so positiv liefen. Es gab diese legendäre Pressekonferenz, du warst ja wahrscheinlich da dabei, in der Thorsten vermeintliche Rücktrittsgedanken geäußert hat, die natürlich in der Form gar nicht so gemeint waren. Hatte man trotzdem so ein bisschen das Gefühl, nach 7 Spielen, okay, Bundesliga ist vielleicht doch ein zu dickes Brett für den ersten Moment? Oder habt ihr da nie dran gezweifelt, dass das halt irgendwann auch vom Knoten her platzen würde? Also wir haben nie dran gezweifelt. Ich denke auch, das wäre sehr, sehr schlecht gewesen, wenn wir dran gezweifelt hätten. Ich bin eigentlich kein Freund davon, der immer sagt, was wäre wenn. Aber wenn man eigentlich die ersten Spiele sieht, die wir sehr ordentlich bestritten haben, hätten auch gut anders ausgehen können und dann würden wir wahrscheinlich hier sitzen und jetzt sagen, so schlecht war der Start dann doch nicht. Aber hätte, wenn und aber ist nicht so. Wir hatten definitiv einen schlechten Start. Den müssen wir jetzt wieder ausbügeln. Der schlechte Start mündete nämlich, und das ist eine schöne Überleitung, auch in einem ganz besonderen Spiel, dem ersten Dreier der Saison, ausgerechnet beim Duell beim VfL Wolfsburg. Frank, du bist unser Reporter, 33. Spielminute. Willst du es uns nochmal nachkommentieren oder... Oh. Das überfordert mich jetzt ein bisschen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Kleiner Tipp, die Kombination sitzt hier neben dir. Also die Kombination. Bellarabi hat das Tor gemacht, ist bekannt. Kannst du vielleicht nochmal rückblicken, wie es passiert ist, das 1:0 gegen den VfL Wolfsburg? Der Ornadem hat reingespielt, Bohle läuft und... ich denke, er schießt allein. Ich bin einfach auf gut Glück mitgelaufen und habe dann in der letzten Sekunde geschrien. Und hätte nicht gedacht, dass er den Ball noch rüberspielt. Und das hat er dann getan. Und ich musste den Ball dann nur noch reinschieben, was dann auch noch knapp wurde. Aber insgesamt war das ein super Tor. Und ich denke auch für den Verein und für ganz Eintracht Braunschweig war das in Wolfsburg ein besonderer Sieg. Besser hätte man sich kommentieren können. Ja, und wie habt ihr den Tag so generell, also du hast schon gesagt, besonderer Sieg, aber wie habt ihr den Tag so generell erlebt? Wolfsburg ist ja nun ja auch ein Derby im weitesten Sinne, da streiten die Gelehrten drüber, ob man das als solches bezeichnen kann. Wie war die Stimmung danach in der Kabine? Ich denke mal, ihr habt natürlich gefeiert, aber so dieses Gefühl, einen ersten Bundesliga-Sieg geholt zu haben, ist schon was Besonderes, oder Boland? Absolut, es war ja überwältigend, wirklich. In der Kabine war natürlich auch schon ein bisschen so Ballast abgefallen, wenn man natürlich so einen schlechten Start hat. Wartet man natürlich drauf, arbeitet immer auf den Sieg hin, ausgerechnet dann, sage ich mal, jetzt gegen die Wolfsburger dann auch noch, was wahrscheinlich für die Region hier noch was Besonderes ist, den Sieg da zu holen, war natürlich unglaublich. Ich habe hier mit Ankündigung wieder einige Fragen aus dem Publikum erhalten und ja, es gab weniger Fragen, denn Zettel, auf denen natürlich eine Art Tippspiel zelebriert wurde, und zwar, dass der VfL Wolfsburg demnach die letzten Spiele in Hoffenheim 2:6 gegen Bayern 1:6 verloren hätte, was dann die Konsequenz für den nächsten Samstag wäre. Es steht immer nur 6:6. So. Frank, ist das realistisch? Was können wir erwarten am Samstag? Ein schweres Spiel. Auf jeden Fall. Also ich wollte noch mal sagen, wir haben diese Dokumente ja auch, wie nach dem phänomenalen Eintracht-Sieg Dieter Hecking versucht hat, in der Pressekonferenz Worte zu finden, und du hörst nur Braunschweig-Fans in der Loge in der Presseloge von VfL Wolfsburg. Die ist ziemlich hoch, also da kann man sich vorstellen, was da losgegangen ist.
Und also ich glaube mal, dass Dieter Hecking versuchen wird, seine Mannschaft so anzustacheln wie bei einem Champions-League-Spiel. Weil das ist der Tag der Schande, der für Wolfsburg monatelang nachgewirkt hat. Das ist tatsächlich so. Also ich habe viele Pressekonferenzen verfolgt. Immer wieder kam bei dem Wort Braunschweig ein Peitschenschlag bei Klaus Allofs und Dieter Hecking. Und ich meine, der Hecking weiß ja, was hier los ist letztlich. Der hat ja auch oft genug auf unserer Tribüne gesessen, auch hier mal Fußball gespielt, wenn auch nur kurz. Aber ich sag mal, das wird schon eine harte Nummer am Wochenende. Die werden schon versuchen, was zu machen. Aber sie spielen gegen die Löwen. Wahre Worte, genau. Viele Fragen beziehen sich aber auch darauf, ein Spiel dauert schließlich auch 90 Minuten, jetzt können wir das Phrasenschwein wieder bemühen, dass ihr immer grandios gut anfangt, grandios gute Spiele, letztendlich über 85 Minuten der Spieldauer absolviert. Aber, lieber Knecht hat das jetzt unlängst auch wieder gesagt, es immer so die 5 Minuten gibt, in denen manchmal vielleicht dann irgendwie so ein Spiel auch zu kippen droht. Gegen Hamburg waren wir in Rückstand geraten, jetzt gegen Nürnberg brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt auch gegen Stuttgart gab es auch wieder diese 5 Minuten. Woran liegt das, dass es so diesen kleinen Blackout noch im Team gibt? Ist das eine psychologische Frage oder ist das einfach aufgrund des Drucks in der Bundesliga, dem Druck in der Bundesliga geschuldet? Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich denke, es ist schwer, ein fehlerfreies Spiel abzuliefern. Und in der Bundesliga werden leider solche Dinge oft schnell bestraft auch. Das mussten wir oft genug in dieser Saison schon erleiden. Für uns gilt es halt, versuchen, möglichst fehlerfrei zu spielen einfach. Das haben wir in Wolfsburg geschafft damals. Da haben wir sehr, sehr fehlerfrei gespielt, haben dem Wolfsburger kaum irgendwelche Chancen zugelassen. Ja. Natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Das kann man leider im Fußball halt nie so erklären. Natürlich ist das natürlich umso ärgerlicher, wenn man natürlich immer so einen Doppelschlag kriegt, wie in Nürnberg auch oder halt jetzt in Stuttgart. Stichwort Nürnberg nochmal, da habe ich eine ganz konkrete Frage hier stehen. Was hat der Trainer euch denn in der Halbzeitpause vom Nürnberg-Spiel gesagt? Also ich war nicht dabei. Der Trainer hat uns ganz klar gesagt, wir wissen ja eigentlich schon alle selber, was uns erwartet jetzt. Ne? Man weiß natürlich auch, man spielt gegen 10 Mann, die werden wahrscheinlich noch enger zusammenrücken. Ist ja meistens im Fußball so, das kann man meistens auch nie so richtig erklären. Dann läuft es manchmal mit 10 Mann besser. Wir wussten natürlich auch, dass die Nürnberger irgendwie versuchen werden, irgendwie das Spiel noch zumindest ein Tor zu erzielen. Ja, dann kommst du raus. Wir waren eigentlich gut eingestellt, haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, wenn nicht sogar die beste. Die beste würde ich auch sagen, genau. Und dann stehst du da nach 2 Minuten einfach und liegst auf einmal 2-1 hinten. Du weißt selber gar nicht, was los ist. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte beschreiben. Und ja, wie der Rest dann gelaufen ist, das war dann noch umso bitter. Kann man sowas trainieren, Frank? So eine Abgeklärtheit quasi, dass man auch diese ersten 2 Minuten meinetwegen dann halt, selbst wenn der erste Treffer fällt, dass man das übersteht? Das ist schon eine Frage der Moral. Also ich glaube, wir haben viele Spiele deshalb verloren, weil wir nicht so abgeklärt und so abgebrüht waren, glaube ich. Also das ist so, wenn ich ans Augsburg-Spiel denke, da lief auch alles gut. Und dann zack, zack, kriegst du welche um die Ohren und sagst eben, verdammt, jetzt haben wir doch, und dieses Tor war noch nicht mal so sauber, was da gefallen ist. Und jetzt haben wir uns so angestrengt und so gelaufen und die laufen da durch und machen das Tor. Also ich glaube, das muss man irgendwo den inneren Schweinehund sagen, jetzt gerade. Wie es ja die Torhüter immer kriegen, wenn Eintracht Braunschweig kommt, sind die schlechtesten Torhüter plötzlich Helden. Ja, also ob nur Raphael Schäfer, glaube ich, ne? Baumann, genau, vorher noch nie eine Feder gehalten. Und die irgendwo Hammer und Nagel raus und machen ihre beste Leistung der Saison. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass man da sagt, oh nein, wie kann dieses Tor passieren? Also auch wieder in Stuttgart, dass man da kurzzeitig da steht und sagt, mein Gott, war das jetzt einfach. Verdammt, jetzt hauen die uns 2 Dinger rein, wo wir alles gut gemacht haben bisher. Ja. Aber Thorsten Lieberknecht hat das ja gesagt, Stuttgart ist eine Mannschaft, die haben an Europa gedacht. Wir haben gedacht an Klassenerhalt. Und deswegen ist insgesamt der Druck nicht so hoch. Wir haben eine Chance. Und diese Chance können die Jungs machen. Und ich denke, da muss es... Da muss man eben doch manchmal sagen, Nehmerqualitäten aufstehen. Früher hat der Stefanovic das immer gesagt, Leber geht weiter. Und das ist es eigentlich. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, warum das hier bei Eintracht Braunschweig passiert. Ich meine, wir sind nach 28 Jahren wieder in der ersten Liga und das war eine sehr lange Zeit und es ist auch normal, dass wir uns erstmal an alles gewöhnen müssen und auch eine gewisse Lernphase haben. Und bei Leverkusen, wenn man da mal 2, 3 Spiele verliert, dann gibt es da richtig Stress. Also das bekommt man dann noch hin, da ist auch die Stimmung dann anders.
wenn wir hier mal jetzt in der ersten Liga mal 2-3 Spiele nicht so gut spielen, trotzdem verstehen wir uns gut in der Mannschaft. Bei Leverkusen ist es dann in der Kabine ein bisschen ruhiger. Wenn wir jetzt doch mal wieder in die Situation kommen, einen Elfmeter zu bekommen, seid ihr potenzielle Schützen? Oder wie wird das in Zukunft geregelt? Also ich wäre natürlich bereit. Man muss natürlich davon überzeugt sein. Aber ich denke, der Trainer legt das jetzt fest vorm Spiel, wer schießt. Und von daher kann ich das nicht entscheiden. Ja, aber ich denke, Mirko, du wärst auch bereit, ne? Ja. Auf jeden Fall. Thorsten Lieberknecht, wissen wir nun alle, ist ja ein recht impulsiver Typ. Sam Hyypiä gilt ja eher als ruhiger Vertreter oder scheint das nur nach außen so? Ja, das ist so. Unser Trainer Thorsten Lieberknecht ist ein bisschen mit Herz dabei und sehr viel Leidenschaft. Sammy natürlich auch, aber ich denke, dass Sam Hyypiä ein bisschen ruhiger Typ ist. Und ich denke, jeder ist anders und von daher passt das. Muss ja auch nicht unangenehm in der Kabine sein, wenn er ein bisschen ruhiger abgeht. Aber passend dazu natürlich auch noch eine weitere Frage, die, denke ich mal, auch hier allen auf dem Herzen brennt. So wie war die Frage, ob du es dir denn vorstellen kannst, dass du natürlich nochmal, genau, ist es sogar anders formuliert, dass du nicht nur vorstellen kannst, im Braunschweig zu bleiben, sondern ob du es auch vorstellen kannst, dass Leverkusen dich hier ein weiteres Jahr spielen lässt. Vorstellen ist natürlich immer was anderes. Ich denke aber, dass ich vertraglich ein Jahr ausgeliehen bin und das ist halt so vertraglich jetzt auch fix und da muss ich dann halt nach einem Jahr wieder zurück. Vorstellen kann ich mir natürlich hier zu spielen immer. Ich bin gerne bei Eintracht Braunschweig und da bin ich umsonst wieder hierher gekommen und vorstellen ist natürlich was anderes als Vertragsbedingungen. Okay, dann können wir dich auch leider nicht bestechen mit dem Hinweis, den wir von dem vermutlich eher kleinen Mika Mattis bekommen haben. Also die Schrift nach zu urteilen wahrscheinlich eher klein. Der schreibt nämlich, wenn das Geld von Eintracht nicht reicht, gebe ich etwas von meinem Taschengeld dazu. Auch nicht schlecht. Wobei er das natürlich vermutlich auf euch beide bezogen hat. Ne? Stichwort euch beide. Ebenfalls eine Frage, die aufkommt, ist, wir haben ja nun über Fan und Fangesänge und das Raunen drumherum gesprochen. Nehmt ihr Fangesänge überhaupt so wahr am Spielfeldrand? Also klar, als akustisches schon, aber auch wirklich als Gesang? Und wenn ja, Zusatzfrage, gibt es da so eine Art Lieblingsfangesang? Also im Spiel auf jeden Fall. Für mich ist es sehr wichtig, die Fans. Ich merke das immer. Auch gerade, wenn die Luft ein bisschen weg ist und ich dann die Fans höre, ist es schon sehr wichtig und es gibt einem noch ein bisschen extra Power. Und, Super, genau. Hast du einen Lieblingsgesang, Mirko, oder? Werde zur Legende finde ich schon cool, wenn... wenn vor allen Dingen das ganze Stadion mitmacht. Mirko, für dich gibt es aber so noch eine vertiefende Frage, leicht explosive Frage, und zwar ganz konkret gefragt, wie betrachtest du den Pyro-Einsatz bei der Aufstiegsfeier in Liga 2, beziehungsweise auch bei einer potenziellen Meisterschaft? Das klammern wir mal aus, aber ich denke mal, die Frage zieht allgemein dazu ab, wie ihr zum Thema Pyrotechnik steht, beziehungsweise ganz konkret du. Es ist verboten, also sollte man es auch nicht machen. Herzlichen Dank auf jeden Fall an die Fragengeber. Waren einige da, viele, die sich gedoppelt haben, aber ich denke mal, die wichtigsten, spannenden haben wir gestellt. Sollen aber nicht die letzten sein. Das Publikum hatte die Möglichkeit, auch wir stellen gerne Fragen. Und nachdem ich jetzt den ganzen Abend gequasselt habe, wie verrückt, gebe ich mal weiter an unseren Organisator Tobias Bosse, der nämlich, wie jeder weiß, den Fragen-Elfer in der Löwenrunde zelebriert. Tobi, was hat's damit auf sich? Ja, genau. Wir kommen wieder zum gefürchteten Fragen-Elfer, unsere Schnellfragerunde zum Abschluss der Show, die nach dem Sektor-Selters-Prinzip abläuft. Das heißt, ich werde unseren Gästen zwei Antwortoptionen zur Verfügung stellen, für die sie sich dann eine entscheiden müssen. Dabei starten wir bei Karim Bellarabi, machen dann weiter mit Mirko Boland und zum Schluss Frank Hornhardt und in dieser Reihenfolge weiter, bis wir halt 11 Fragen zusammen haben. Verwandelt haben. Verwandelt sozusagen, genau. Also, Karim, Berlin oder Bremen? Bremen. Mirko, Flügelspieler oder Sechser? Achter. Achter. Frank, Johansen oder Lieberknecht? Lieberknecht. Ja? Karim, Vorlage oder Torschuss? Vorlage. Mirko, Andrea Berg oder Helene Fischer? Ganz klar die Helene. Ganz klar.
Da kann man auch mal klatschen auf jeden Fall. Frank, Simpsons oder South Park? South Park. Karim, Heimspiel in Braunschweig oder Heimspiel in Leverkusen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall keine Antwort. Nein, Heimspiel in Braunschweig ist natürlich, das wissen auch die anderen Vereine, das ist was ganz Besonderes hier zu spielen mit den Fans. Auch, ich denke auch, wenn Leverkusen herkommt, die fragen sich auch, wow, was ist denn hier los, weil das ist wirklich noch Fußball pur und Leverkusen ist ein bisschen ruhiger, von daher würde ich sagen, Heimspiel Braunschweig. Ja, Mirko, Vertragsverlängerung oder Köln? Bleibt auch nichts erspart. Ja, ich würde eher zum Ersten hin tendieren. Ja, Frank, Radio oder Zeitung? Radio. Klare Sache. Karim, Currywurst oder Döner? Ganz klar Döner, weil ich esse ja kein Schweinefleisch, von daher... Gibt's auch mit Rind. Okay, ja, dann trotzdem Döner. Okay, und unsere letzte Frage an Mirko. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher, dank meinem Hund. Okay. Ja, denke mal, ihr habt damit auf jeden Fall erstmal einen großen Applaus verdient. Also, ich sehe schon, der Fragenelfer hat sich gleich wieder verabschiedet. Wie hast du das Besuch bekommen? Worum dreht sich's bei deinen Gästen? Kannst du das kurz erklären? Ich erkläre es gern nochmal. Und zwar haben wir vor einigen Wochen gemeinsam mit Ausdruckslos und der Firma Richard Hartmann zusammen eine Verlosung für den guten Zweck initiiert. Dieser gute Zweck war es, eine Delfintherapie für Jannis Müller ermöglichen zu können, der durch seine zu frühe Geburt und eine anschließende Hirnblutung stark eingeschränkt ist. Richard Hartmann spendete dafür eine Glastischplatte, die aus dem Besitz von Ermin Bikacic überging in den von Eintracht Braunschweig und von Eintracht Braunschweig an Richard Hartmann weitergegeben wurde. Diese Platte wurde von allen Spielern der Aufstiegsmannschaft unterschrieben, sowie vom gesamten Trainerteam. Ausdruckslos und wir organisierten die Auktion und drehten ein Video, wozu wir die Familie Müller zu Hause besuchten und die zu Jannis Situation sowie zur geplanten Versteigerung der Platte befragten. Dieses Video wurde bereits 6000 Mal gesehen und auch die Auktion erfreute sich höchster Beteiligung. Und der Höchstbietende, Herr Thiele, ist heute neben mir, genauso wie auch die Eltern von Jannis. Und ja, er kann ja einfach mal, der Herr Thiele, uns erzählen, wie er diese Versteigerung wahrgenommen hat und wie letztendlich die zusammengekommene Summe ja, sich zusammensetzt. Ja, mein Name ist Frank Thiele. Ich habe die Sache um Jannis schon seit einiger Zeit beobachtet und habe einen Online-Artikel der Braunschweiger Zeitung gelesen, wo die Versteigerung der Unterschriftenplatte angekündigt wurde, was für mich eine Steilvorlage war, gleich mal mitzubieten. Und ja, wie Sie sehen, ich habe die Platte bekommen. Die Summe, die 805 Euro. Waren Ihnen ja letztendlich nicht genug. Das war mir halt wirklich nur nicht genug. Ich habe einiges mehr geboten. Und so habe ich mit meiner Familie bzw. mit meiner Firma abgesprochen, dass wir die Summe, die auch geboten wurde, heute als Scheck überreichen werden. Genau. Und zwar 2.505 Euro.
Ja, ich denke, den Applaus hat sich der Thiele redlich verdient. Und gerne möchten wir auch dem Herrn Müller die Chance geben oder der Familie Müller die Chance geben, einige Worte an den höchstbietenden Herr Thiele zu richten. Ja, wir als Eltern sind da natürlich immer wieder sprachlos, wenn so eine Menschen sowas machen. Es ist Wahnsinn. Und ja, wir haben ja schon 2 Delfintherapien gemacht. Und Jannis hat da so von profitiert, dass wir, wenn wir jetzt die 3. Delfintherapie machen, das gar nicht erwarten können. Wenn Jannis da wieder ins Wasser kann, das wird so sein, wenn wir jetzt am Samstag den 3er holen. Diese Gänsehaut pur ist dann einfach wieder da. Und ja. Man kann dafür eigentlich gar keine Worte finden. Man ist dankbar und Dankeschön. Ich werde auf jeden Fall dazu auch von mir 1.000 Euro dazu spenden. Also das war wirklich nicht geplant. Das ist Eintracht, denke ich. Falls Sie es nicht mitbekommen haben, Mirko Boland musste natürlich gerade noch gleichziehen, wollte auch 1.000 Euro noch dazugeben. Ich denke, dafür, das kann man nicht planen, das ist halt irgendwie live, das ist Eintracht, da findet man kaum Worte für. Ich denke, der Applaus von Ihnen beschreibt es am besten und eine Sendung kann man, denke ich, auch nicht besser beenden als mit so einer Geschichte. Robin, was sagst du dazu? Also ich bin ja sonst mega verquasselt, aber in dem Moment total sprachlos. Ich denke, das ist der schönste Schlusspunkt, den man sich wünschen könnte. Du hast es gesagt, die Eintracht-Familie lebt und nicht in... Ja, ich sag gar nichts mehr, es bringt nichts mehr. Danke, dass ihr alle da wart. Danke für den tollen Abend. Danke dir, Tobi, natürlich für die nette Unterstützung. Danke an die Gäste, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt, die tolle Geste mal am Ende. Frank Kornhardt natürlich auch herzlichen Dank. Danke, dass Sie eingeschaltet haben, natürlich für die, die es natürlich hier nicht live erlebt haben, sondern im Internet. Wir würden uns freuen, bei der nächsten Löwenrunde Sie dann wieder dabei zu begrüßen zu dürfen. Ich denke, nicht zuletzt nach heute Abend war es nicht die letzte Ausgabe. Danke, jetzt haben wir uns, glaube ich, alle noch ein Bierchen verdient. Danke für diesen tollen Abend. Danke, tschüss. Los, die Foto- und Videoagentur.